Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin heute im Gespräch wieder mit Florian König, dem Chefanalysten von Privatinvestor Kapitalanlage GmbH. Herzlich willkommen, Florian. Hallo Markus, schön hier zu sein. Ja, wieder mal. Wir machen das ja inzwischen regelmäßig. Es scheint auch gut anzukommen. Und ich will heute mal beginnen mit dem Max Otte Vermögensbildungsfonds. Der jüngste verfügbare Monat ist, glaube ich, der Februar. Der ist auch ganz gut gelaufen. Genau, wir hatten im Februar ein schönes Plus von knapp 1% und damit haben wir eine solide Performance gezeigt. Wenn man aber auf einen längeren Horizont guckt, also für uns jetzt sagen wir mal, das Greifbarste ist ab Jahresanfang, da haben wir ein Plus von knapp 4%. Das ist schon eine vernünftige Performance und auch lässt sich sehen im Vergleich zu den Indizes. Also wir sind vom DAX mit 2%, das ist ja auch immer ein Indikator, wo viele drauf schauen. MSCI World in Euro ist leicht vor uns, aber man darf auch nicht vergessen, das sind alles Indizes, die voll investiert sind. Wir hingegen haben ja Liquidität, also Munition für die hektischen Phasen, da wo wirklich ein Ausverkauf stattfindet und vielleicht sehen wir den bald wieder. Wir sind entsprechend vorbereitet. Ja, bevor wir dazu kommen, das finde ich einen interessanten Punkt, die Frage aber noch, wer waren denn die Top-Performer, die Zugpferde im Portfolio? Also wie eigentlich auch im ersten Monat war es zur Rose, da gibt es aber nicht signifikant Neues. Also einfach der Onlinehandel von Medikamenten läuft weiter und die Treiber sind da. Habe ich auch schon mehrmals beschrieben auf anderen YouTube-Kanälen und Videos. Aber jetzt ganz spannend ist zum Beispiel EdTech, ist sehr gut gelaufen. Ein Unternehmen aus Skandinavien ist jetzt im letzten Quartal mit dem Umsatz nur um 1% gewachsen. Aber die Gewinne sind um über 25% gestiegen. Da sieht man, wie smart das Unternehmen aufgestellt ist. Und es ist ein Zulieferer, zum Wohl von Energieerzeugern, also Windenergie ist ein großer Bereich, auch die Industrie, zum Beispiel Automatisierungstechnik, Sensoren und. Das sind alles spannende Segmente, die Rückenwind haben, weil an Automatisierung kommt man aktuell nicht vorbei. Erneuerbare Energien, kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, aber Schwung ist da, da werden mehr Investitionen stattfinden und dementsprechend EdTech ist für uns gut aufgestellt, wächst stark, auch hinsichtlich der Kapitalrenditen, also Eigenkapitalrendite über 20%. Und das Unternehmen gilt als ein hervorragender Kapitalallokator. Was heißt das? Die kaufen auch immer kleine Nischenunternehmen zu und so bauen sie halt Schritt für Schritt ihren Marktanteil aus. Und ja, arbeiten im Sinne von uns, also von uns der Aktionäre. Da sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt und sind auch auf großen Wachstumstrends drauf oder mit dabei, wie zum Beispiel Windenergie und auch Batterietechnik sind so auch stark und Automatisierung. Das sind ja wichtige Zukunftsthemen. Habt ihr denn im Berichtszeitraum auch einen interessanten neuen Wert aufgenommen? Haben wir gemacht, genau. Die Swedish Match, ein ganz spannendes Unternehmen mit Kautabak. Und das ist ein Unternehmen, das ist, denkt langfristig. Das sieht man schon in der Entscheidung, dass die schon vor 15 oder 20 Jahren haben sie angestoßen, tabakfreie Sachen zu verkaufen. Ist natürlich ein Wahnsinnsschritt, kam auch erstmal nicht so gut an, aber langsam wächst es enorm. Also im Prinzip Kautabak, Snus und. Hat eine enorme Wachstumswirkung und darüber hinaus wollen halt viele auch weg von den Rauchprodukten, also von den Tabakprodukten, weil man riecht es auch in den Klamotten. Wenn man mal in der Kneipe war, wenn man eine geraucht hat oder wenn man selber eine geraucht hat, dann riechen die Klamotten einfach. Und das hat man durch diesen Kautabak nicht und durch die verschiedenen Produkte. Und so sind die in einem Markt drin, der Wachstum erzeugt, der hoch profitabel ist. Und das Unternehmen ist auch recht smart hinsichtlich Dividendenpolitik und Aktienrückkäufe. Sie kaufen regelmäßig Aktien zurück und sorgen halt dafür, dass der Gewinn für uns steigt, ohne dass wir da Steuern zahlen müssen. Also das war eine Neuaufnahme, die haben wir getätigt. Das Unternehmen beobachten wir weiter und vielleicht gibt es da auch in Zukunft noch weitere Zukäufe. Spannend war auch ein Top-Performer. Das Thema Bitcoin ist bestimmt auch an niemanden vorbeigegangen. Gab es ja einige Schlagzeilen, dass jetzt auch Tesla und Elon Musk Bitcoin kauft. Wir profitieren auch davon mit unserer Position bei Flow Traders, ist sozusagen Marktführer bei Bitcoin-ETFs
Und das war auch einer der Top-Performer jetzt im vergangenen Februar. Und die haben gesagt, wir sind eigentlich so ein Geschäftsmodell, wo wir nicht viel Kapital brauchen, weil Flow Traders ist im Prinzip nur der Marktmacher. Er sorgt dafür, dass Leute ihre ETFs verkaufen können und die andere wieder günstig kaufen können. Braucht also wenig Kapital. Und so schütten die auch vernünftige Dividenden aus. Und die letzte Spezialdividende lag bei 2,50 Euro. Davor wurde aber nochmal kräftig ausgeschüttet. Und insgesamt kam man da auf eine Dividendenrendite von 20% über die letzten 12 Monate. Das ist natürlich Wahnsinn. Also da Kann bleiben man wir auch gerne natürlich nicht dabei. schimpfen. Ja. Übrigens, Tesla, wenn ich mich richtig erinnere, die haben ja deutlich über 1 Milliarde, waren das Dollar, glaube ich, in Bitcoin investiert. Schon ordentlich, das ist ein Bekenntnis. Das ist ein Bekenntnis. Und vor allem ist ja Musk auch so ein, hat so eine Stimmungsmacht, dass da viele unerfahrene Investoren draufspringen. Ja, Bitcoin kann man halten, was man möchte. Einen direkten Wert kann man nicht definieren. Man kann sagen, mittlerweile kennt diese Kryptowährung jeder. Also ist ein gewisser Markenwert da, aber auch schwer greifbar. Aber insgesamt muss man halt auch davon ausgehen, dass halt es mal schnell gehen kann. Und dann kommt ein Totalverlust zustande. Einfach, weil da irgendwelche Codezeilen verrutscht sind oder irgendein Code manipuliert wurde. Es ist halt grenzwertig. Also für uns nichts, sondern wir profitieren lieber von diesem Bitcoin-Hype mit Flow Traders. In dem Sinne, wenn es zu einem Goldrausch kommt, kaufe oder investiere nicht in Goldgräber, sondern in Schaufeln und wir nehmen lieber die Schaufeln. Das ist ein cleverer Ansatz, ja. Du hast am Anfang gesprochen von trocken gehaltener Munition. Welche Erwartungen oder Perspektiven stecken denn hinter diesem Verhalten? Man sieht ja schön auch mit der Dividende von Flow Traders, dass sozusagen der Haufen auch ein Stück Schritt für Schritt anwächst. Und wir wollen das halt nutzen, um, wenn es mal wieder Angst im Markt gibt, und das ist nicht auszuschließen. Ich hatte heute erst ein Gespräch mit anderen Fondsmanagern. Also ein Blutbad ist an der Börse nicht auszuschließen. Das wird kommen. Gerade wenn man sieht, wie die Börsengangaktivität zunimmt, was für Unternehmen an die Börse gebracht werden, dass die kaum profitabel sind, dass Unternehmen, die vom Geschäftsmodell her sehr schwierig dastehen, dennoch nach oben getrieben werden. Also da wird es auf jeden Fall in einzelnen Sektoren und Unternehmen Blutbad geben. Und wir haben da Munition. Und wenn es eine Überreaktion gibt, wenn wirklich wieder vernünftige Vermögenswerte zu einem richtig guten Preis zu haben sind, kaufen wir zu. Und dafür haben wir die Munition, die Liquidität, um halt langfristig gute Unternehmen zu guten Renditen auf ihre nachhaltigen Cashflows aufzunehmen. Also das Stichwort liegt auf langfristig eine solide Anlagestrategie. Ganz herzlichen Dank, Florian König. Gerne, Markus. Vielen lieben Dank.